Herr Ma, Sie sind ja schon jetzt zum zweiten oder dritten Mal mit dem Marketingpreis prämiert worden. Wie war es denn dieses Jahr und mit was haben Sie sich denn eigentlich dieses Jahr beworben? Wir haben uns dieses Jahr beworben mit Mietbringer, das heißt dem grundlegenden Konzept. Wir sind vorher schon ausgezeichnet worden für unser Märkisches Kartoffelschwein sowie für Märkisch Beef. Das heißt Einzelprodukte, unsere Rinderlinie, unsere Schweinelinie und jetzt für die Idee Mietbringer per se. Mit wie vielen Bauern arbeiten Sie jetzt mittlerweile schon zusammen? Oh, das ist relativ viel. Das heißt, wir haben 12 Rinderbauern an Bord, wir haben 2 Schweinebauern an Bord, wir haben Schäfer an Bord, wir haben 15 Jäger, wir haben Geflügelbauern an Bord. Das heißt, es ist ein relativ großes Netzwerk geworden. Wir haben Zugriff auf 1000 Mutterkühe beispielsweise. Insofern sind wir sehr zufrieden. Wir bekommen aber fast täglich Anrufe, ob wir noch weiteren Bedarf haben. Und es ist momentan ganz, ganz spannend. Und wo verkaufen Sie aktuell? Wir verkaufen nur an Endkunden, das heißt sogenanntes B2C. Das heißt also nur an Endkonsumenten. Wir verkaufen nicht an die Gastro und nicht an Wiederverkäufer, obwohl wir wirklich von namhafter gastronomischer Seite Anfragen haben, aber auch von Wiederverkäuferseite und fahren damit sehr gut, denn die Gastronomie beispielsweise möchte Edelteile zu günstigen Konditionen haben, die unseren Endkunden fehlen. Und da haben wir uns entschlossen, dieses nicht zu tun, damit unseren Endkunden auch ein Schweine-Rinderfilet, wie auch immer, zur Verfügung steht. Und wo müssen denn die Endkunden hin, um die zu kaufen? Wir haben angefangen ursprünglich als rein Lieferservice. Mittlerweile haben wir die Hall of Meat in Wilder aufgemacht, ein Fleischparadies mit 800 Quadratmeter, wo wir immer alles verfügbar haben. Und wir haben den Lieferservice derzeit ein bisschen runtergefahren, damit wir nicht implodieren. Das heißt also, wir haben so einen Zuspruch, so einen Zulauf, dass wir dort ein Ventil haben, dieses aber wieder aufleben lassen in jüngster Zukunft, beziehungsweise ab ungefähr Frühjahr. Unsere grundlegende Idee erfüllt letztendlich heute schon die aktuellen Forderungen der Politik, das heißt also der Landespolitik, aber auch der Bundespolitik. Wir haben so tolle Bauern in der Region, die auch offen sind für innovative Ansätze, für tolle Tierhaltung, kaum Transport, Weideschlachtung, ähnliches, sodass wir dieses aufgegriffen haben und mit unseren Bauern zusammen weiterarbeiten. Wir haben teilweise auch ältere Herrschaften gefragt, wie habt ihr das früher gemacht? Wie habt ihr eure Schweine gefüttert? Das heißt mit gedämpften Kartoffeln, Raps- und Getreideschrot vom eigenen Hof. Viele Dinge haben wir gar nicht neu erfunden, sondern uns darauf besonnen, wie haben es unsere Vorfahren gemacht. Und wir haben dort ein Vierergestirn mittlerweile, das Vierergestirn aus Bauern, die tolle, inspirative Ideen mit reinbringen. Dann haben wir dazu unsere Kunden, wir haben unseren Lohnschlachter, die wir und wir als Vermarkter. Und das heißt, dieses Vierergestirn ist die optimale Synthese, um entsprechend gute Produkte zu schaffen, die dem Endkunden entsprechen bzw. an Endkunden verkauft werden können. Über die Schlachtung haben Sie noch nicht viel erzählt, ne? Wie ist das vom Fleisch zur Schlachtung? Ja, das ist. Wir haben Weideschlachtung gemacht. Das hat uns ja die EU im letzten Jahr verhagelt durch die Novellierung der Weideschlachtung. Wir haben Lohnschlachter, das heißt, wir haben kleine handwerkliche Schlachtbetriebe, bei denen wir schlachten. Da auf dem Dorf aber kaum noch Gesellen verfügbar sind, fahren unsere Jungs raus und helfen hier mit, die Tiere zu zerlegen, die Feinzerlegung zu machen, zu reifen. Wir bilden mittlerweile auch Fleischer aus. Das heißt also, selbst Meister zeigen wir, wo die neuen Cuts sind, wie man das reifen lässt, um dann entsprechend gutes Potenzial zu haben, um auch weiter wachsen zu können. Aber unser primärer Partner ist der Andi Neumann, mit dem haben wir ursprünglich angefangen und wir telefonieren fast täglich. Unsere Frauen sagen immer schon, warum zieht er nicht zusammen? Und das ist eine gute Synergie. Wir haben auch einige Fortbildungskurse auf der Fleischerfachschule in Augsburg zusammen gemacht und so kann man sich gegenseitig inspirieren, befruchten mit Ideen. Und ich habe das wieder gemacht, probieren wir das nochmal aus, sodass da kein Stillstand ist, sondern tatsächlich immer neue innovative Produkte geschaffen werden. Und wie ist Ihr Motto für den Marketingpreis gewesen? Esst weniger Fleisch, dafür bessere Qualität aus der direkten Nachbarschaft. Und wir haben ganz, ganz tolle Bauern in der direkten Nachbarschaft. Wir müssen nicht in die USA oder ins Ausland schwärmen oder irgendwelche Schweine aus Bayern, Stuttgart, sonst wo herholen. Wir haben alles vor der direkten Tür. Esst weniger Fleisch, dafür bessere Qualität. Das ist der gute Schlusssatz. Vielen Dank. Ja.